In Sachen Griechenland gibt es weiter ein munteres Hin und Her. Nun heißt es, dass möglicherweise das viel diskutierte zweite Rettungspaket für die Hellenen verschoben werden könnte. Offenbar möchten einige Länder der Eurogruppe abwarten, bis die Wahl in Griechenland im April vorbei ist. Vorher haben sie offenbar kein Vertrauen in die regierenden Parteien dort vor Ort. Was würde das bedeuten für die Börse? Nun zunächst einmal weitere Unsicherheit. Es würde aber auch bedeuten, dass eine bis dahin fällige Anleihe Griechenlands, die bis zum 20. März läuft, möglicherweise voll zurückgezahlt werden könnte aus Mitteln des ersten Rettungspakets bzw. aus einer Vorabzahlung des zweiten Rettungspakets. Das hat dazu geführt, dass diese Anleihe, die auch hier in Stuttgart sehr rege gehandelt wird, zugelegt hat im Kurs, während längere Laufzeiten unter den griechischen Anleihen eher unter Druck geraten sind. Unter Druck geriet auch der deutsche Aktienindex, allerdings blieb er im positiven Bereich. Das Plus von in der Spitze fast 100 Punkten schmolz allerdings zusammen und wir sehen den Markt jetzt gerade noch 12, 13 Punkte oder 0,2% im Plus. An der Wall Street gab es einen Handelsstart mit leichten Abschlägen, der Dow minus 0,3% und Hand in Hand mit den Meldungen rund um Griechenland geriet auch der Euro unter Druck. Er notiert aktuell wieder unter der Marke von 1,31. Schauen wir uns die größten Veränderungen im deutschen Aktienindex an. Die Deutsche Börse plus 3%, auch Infineon, die ja gestern am Nachmittag stark unter Druck geraten sind, gewinnen 3%. Es war ja der Insolvenzverwalter von Qimonda, der 1,7 Milliarden Euro von Infineon fordert, der hier für Unsicherheit bei den Anlegern sorgte. Nun aber heißt es, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Diese Forderungen, die dürften doch nur sehr, sehr schwer umzusetzen sein. Alles in Butter also bei Infineon. Deswegen heute diese kleine Rallye der Erleichterung.